Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, haben wir bereits schon wieder ein neues Fahrzeug. Ich habe von der Toyota den neuen GR86 bekommen. Und das ist nicht einfach irgendein GR86. Nein, wir haben hier eine Drift Force Edition. Die gibt es nur 86 Mal. Also ziemlich rar, muss man sagen. Den werde ich euch heute vorstellen. Und ich würde sagen, wir starten heute mal ein bisschen mit einer kleinen Erklärung zum Auto. Ihr dürft gerne etwas näher mit mir mitkommen. Also diese Drift Force Edition, das ist eine Kooperation zwischen Gazoo Racing von Toyota und Drift Force, den zwei Jungs, die überall auf der Welt herumdriften und ziemlich gut sind. Die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, sie machen jetzt vom GR86 eine kleine Special Edition, eben diese Drift Force Edition. Und bei dieser Drift Force Edition gibt es ein paar spezielle Sachen, die es vorhin noch nicht gab. Wir haben einmal hier unten diese kleine Lippe vorne, die reicht nicht bis ganz vorne hin. Dann haben wir hier einmal diese Folierung. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich verstehe nicht ganz, wieso die Folierung hier vorne foliert wurde. Aber hier hinten geht sie nicht weiter. Ich weiß nicht, ob... Ehrlich gesagt kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie es dann aussehen könnte. Aber ich persönlich, ich glaube, ich hätte es bis ganz nach hinten gezogen. Ist Geschmackssache. Hier haben wir diese Seitenschweller. Was ich sagen muss, was ich mega schön finde, dass die gebogen sind mit der Kante vom Auto und nicht einfach irgendwie so gerade hin gemacht. Also es hat irgendwie, hat noch ziemlich Style, muss ich sagen. Was mit der Drift Force Edition auch noch mitkommt, sind die roten Bremssättel. Genau. Und wenn wir hinten zum Auto gehen, da haben wir, ich habe den frisch gewaschen, dann ist der hier überall noch ein bisschen nass. Wenn wir hinten zum Auto gehen, dann haben wir hier einmal diesen Drift Force Badge. Auch der ist einfach hinverliert worden. Wir haben hier ein wenig einen anderen Diffusor. Jetzt ganz nah hinkommen, denn hier beim Endrohr von dem Auspuff sehen wir einmal dieses Force, denn da drüben ist das Drift. Also wir haben hier einmal Drift und Force. Was ich sagen muss, was ich sehr, sehr, sehr geil finde, dass sie das gemacht haben. Ist ein kleines Detail, aber finde ich, steht dem Auto sehr, sehr gut. Ja, und wenn wir uns das Auto von hinten anschauen, würde ich sagen, sieht nicht schlecht aus. Ich mag den. Ich muss sagen, ich hatte vor einem Monat ja bereits schon einmal den GR86. Einfach den normalen. Ford Plus ist das Basismodell und danach einfach on top eigentlich gesagt diese Drift Force Edition mit den speziellen Sachen. Und er sah einfach irgendwie ohne dieses Drift Force Paket ein wenig unreif aus. Und jetzt mit diesem Drift Force Paket finde ich das Auto ziemlich nice, muss ich sagen. Auch diesen Ducktail, wenn wir hier von der Seite schauen, der Ducktail, ich finde, der sieht mega toll aus. Ich bin normalerweise ein Fan von Spoiler, aber doch, ich finde den hübsch. Ich finde, der passt mega gut zum Auto. Ich finde auch mega schön, dass er in Wagenfarbe ist und nicht in Schwarz. Ich glaube, das sähe etwas komisch aus. Im Innenraum und der Innenraum, der ist ziemlich ähnlich wie der vom GT86, dem Vorgänger. Wir haben hier ein paar Sachen zum Einstellen für die Klima, Temperatur und so weiter. Wir haben hier einmal den Schalthebel, dann einmal hier das Infotainment, wobei ich sagen muss, das Infotainment ist jetzt nicht mega, also wir haben jetzt hier nicht mega krasse Apps und Sachen. Es hat immerhin Apple CarPlay. Dann hat man hier auf der linken Seite, ich weiß gar nicht, ob ich das verstellen kann. Ah doch, auf der linken Seite haben wir ein paar Sachen, also ein paar Infos zum Verstellen. Rechts haben wir Temperatur und Tankanzeige, in der Mitte der große Drehzahl Messer und natürlich km/h, dass man weiß, wie schnell man fährt. Hier einmal ein Knopf zum Öffnen von der Heckklappe. Kann man natürlich auch über den Schlüssel machen.
Auto zumachen, Auto öffnen, Fenster hoch, Fenster runter, Licht einstellen, Spiegel einstellen. Hier unten kann man noch Getränke hin tun. Wir haben hier ein kleines Fach, da tue ich immer den Schlüssel rein. Ich finde es immer sehr praktisch. Ansonsten hat es hier ein Fach für Getränke. Der ist außerdem 4 Plätze, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob da hinten wirklich 2 Personen sein wollen oder nicht. Was speziell ist bei der Drift Force Edition, ist einmal, dass wir hier das Drift und da bei mir das Force wieder haben. Was ich bei Toyota auf jeden Fall sehr schön finde, ist einmal hier der Startknopf. Ich finde es toll, dass sie den so gut angeschrieben haben mit GR. Wir haben den Tempomat hier, wir haben auch hier wieder ein paar Sachen zum Einstellen, verschiedenste Knöpfe und so weiter. Ein bisschen Alcantara oder Mikrofaser. Auch hier oben hat es noch ein bisschen Alcantara. Ich muss sagen, die Musikanlage ist nicht so mega. Mir ist jetzt doch auch schon beim letzten Mal aufgefallen, dass man ein bisschen Bassprobleme hat. Irgendwie vibrieren die extrem. Liegt nicht daran, dass ich hier die Sachen drin habe. Die habe ich alle schon probiert rauszunehmen und geschaut, ob das dann immer noch ist. Das war tatsächlich dann immer noch so. Finde ich ein wenig schade, dass man da nicht irgendwie wenigstens JBL reingetan hat. Wir haben hier diesen Track Mode. Da tut sich nachher der Display verändern. Dann haben wir hier noch Sitzheizung. Für mich eh immer mega wichtig. Ich wo immer friere. Also Innenraum finde ich gut gemacht. Wobei ich sagen muss, und das hatte ich mir schon von Anfang an gedacht, ich glaube, beim alten GT86, da war hier drüben noch ein Badge mit GT86. Und ich fände es mega schön, dass man das auch hier machen würde. Oder dass man hier bei der Mittelkonsole wenigstens, wenn es ja schon nur 86 Stück von dem Ganzen gibt, dass man aufschreiben würde, Drift Force Edition, welche Stückzahl von diesen 86 man hat. Das hätte ich jetzt noch persönlich toll gefunden. Aber es sind so Kleinigkeiten, die halt Geschmackssache sind. Ich muss sagen, das Auto ist ziemlich angenehm zu fahren. Ich finde, es ist etwas nervös, so im Gegensatz zu zum Beispiel der Supra, die ich auch ja mal hatte. Aber 234 PS sind auch nicht schlecht. Ist halt nicht mega, mega viel. Man spürt, dass man ist sehr schnell am Limit, aber ich finde, es ist okay. Ich würde sagen, wir geben jetzt etwas Gas. Den 2,4 Liter Boxermotor. Es ist genau derselbe Motor, der im Subaru drin ist. Sind ja beides eigentlich fast die identischen Autos. Jetzt können wir da mal das runterschalten. Ton ist nicht schlecht. Also es hört sich ziemlich gut an. Ich muss sagen, mega aufdringlich, aber es ist jetzt auch nicht, dass er mega leise wäre. Man kann auch gut hoch und runter schalten, also ist wirklich angenehm eigentlich zu fahren. Er klopft manchmal auch, habe ich bis jetzt leider noch nicht immer ganz so oft geschafft, aber ab und zu macht er es. Macht es doch auch Spaß zu fahren. Ich meine, bei Passfahrten braucht man ja wie auch nicht mehr PS, weil es ja eh mega kurvig ist und alles. Was mir vorher noch in den Sinn gekommen ist, das Auto ist ja noch tiefer gelegt. Bei der Drift Force Edition, zwar ganze 3 cm. Wir sind eigentlich auch schon am Ende meines Videos mit diesem wunderbaren Kia 86. Ich habe mir jetzt aber gedacht, wir machen heute ein wenig mehr Sound und ich werde euch jetzt noch einen Start, also das Auto mal starten, euch das filmen. Wie ihr vorhin gesehen habt, das Auto macht auf jeden Fall Spaß, ist ein sehr tolles Auto. Für meinen Geschmack, und ich glaube, ich darf ehrlich sein, ich bin mehr Fan Supra. Also mir hat die Supra mehr gefallen als der GR86. Ich habe die handgeschaltete Supra mega, mega toll gefunden. Falls ihr nicht mehr wisst, wie die aussieht, wie das bei der war, ihr dürft das Video gerne anschauen gehen. Findet ihr unter meinen Videos. Ist, glaube ich, noch nicht mal so alt, also solltet ihr auf jeden Fall noch finden können.
So, es ist mittlerweile etwas am Abdunkeln hier. Ich werde morgen den GR86 abgeben. War auf jeden Fall eine coole Zeit mit dem Auto und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zeigen, wie das Auto sich verhält, wie das Auto ist. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Auto und danke vielmals fürs Zuschauen.